Hey ho und herzlich willkommen zurück hier bei Anno 1800. Zuerst muss ich mich erstmal bei euch entschuldigen für die letzten zwei Folgen. Eigentlich hätten es 6 Folgen werden sollen. Jetzt haben wir 2 und ich habe sie extra deswegen etwas länger gemacht, weil, wie ihr schon festgestellt habt, in den letzten 2 Folgen hat man mich nicht gehört. Mein Mikro hat ein bisschen gesponnen, der Stecker hinten war nicht richtig fest und ich habe es nicht gemerkt bei der Aufnahme und deswegen habe ich gedacht, jetzt machst du statt 6 Folgen, das ist eine ganze Woche fast, einfach nur 2 große draus. Die Waffenruhe wurde beendet. Einfach weglassen hätte ich sie auch nicht können, weil dann hättet ihr euch gewundert wahrscheinlich, was ich hier alles gebaut hätte zwischendrin. Und so habt ihr wenigstens mitbekommen, was ich gebaut habe, auch wenn ich... wenn ihr mich nicht gehört habt, was ich dazu ein bisschen erzählt habe, ich kann, wenn ihr wollt, nochmal ganz kurz durchrütteln, durchblicken. Wir haben natürlich hier unsere Stadt erweitert, ganz klar. Die Handwerker, die Arbeiter und jetzt hier hinten raus halt eben, Alter, das ist ganz schön groß geworden, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Hier hinten raus halt auch die Bauern. Wir haben hier unsere Konservenfabrik mal ein bisschen ins Laufen gebracht für die Handwerker. Eben die Rinder, die hatten wir ja schon vorher und jetzt eben auch die Konservenmaschinerie hier. Wir haben nochmal zusätzliche Felder gemacht. Wir hatten auch zwischendurch einen Aufstand, weil ich die Bauern ein bisschen gestriezt habe mit der Arbeitsmoral, sage ich mal. Ich habe sie ein bisschen schneller und effizienter arbeiten lassen und da haben sie angefangen zu streiken. Das hattet ihr ja auch hoffentlich gesehen. Die sind dann hier rumgelaufen mit Streikschildern etc. Des Weiteren haben wir hier nochmal ein paar Bäcker errichten müssen, weil unsere Brotfabrik nicht so wirklich angelaufen ist. Und zu guter Letzt dann eben hier auch den Hopfen, um daraus dann Bier zu brauen. Das war alles noch so ein bisschen, Ausarbeitung, sage ich mal. Und ein bisschen Fehlerbehebung, damit das hier alles wenigstens einigermaßen ins Laufen kommt. Und jetzt haben wir hier auch wieder eine relativ gut eine ganz gut laufende Bilanz hier mittlerweile. Glashämmer, was liefern Sie an Wibbelsocks, Schmächtigerkel? Glashämmer liefern Sie zahnlose Sägen. Hä? Wann habe ich denn das angenommen? Krankenhaus sollen wir bauen. Okay, von den Materialien können wir es her. Das läuft ganz gut. Wie ist denn da die Auslastung von so einem Krankenhaus? Wir müssen wahrscheinlich auch mehrere bauen. Würde ich sagen, bauen wir erstmal eins hier. Das hat dann die Auslastung bis knapp zur Hälfte. Oder wir bauen es hier hin. Da langt es auf jeden Fall bis hoch und bis fast rüber. Bauen wir ein Krankenhaus hier hin. Und dann vielleicht hier oben nochmal irgendwo. Hier können wir ja ganz gut gucken. Hier kriegen wir leider keins mehr hin. Vielleicht sollten wir hier einfach mal ein paar Bauernhäuser abreißen. Das, wie viele Bauernhäuser müssten denn da weg? 4, glaube ich, ja? 4 müssten lang. Dann hätten wir hier eine ganz gute Auslastung vom Krankenhaus her wieder. Hier unten ist es ein bisschen mau. Aber es geht noch. Ja, bauen wir hier eins mitten rein. Zum Glück ist es... Das müsste jetzt hier reinpassen, gell? Ja. So,
Machen wir hier eins rein. Wie ist denn das jetzt hier oben mit der Auslastung? Auch hier müssen wir wahrscheinlich ein paar Bauernhäuser wegroppen. Auslastung nach hier oben läuft eigentlich ganz gut. Wenn wir das jetzt hier hinsetzen, haben wir nach unten die Auslastungsverbindung. Setzen wir es hier an die Kante, oder? Ja. So, was fehlt denn jetzt eigentlich noch? Stahl und Fenster. Gut, das müssen wir dann halt noch erarbeiten. Aber das kriegen wir hin. Dann sitzen auf jeden Fall schon mal die Blaupausen. Hast du mich erschreckt? Alles erledigt? Haben wir? Du hast einfach den Dreh raus. Haben wir? Okay. Wir gucken mal gerade, was wir von dem bekommen haben. Erntedankfest, Flugblatt, Marktplätze und Bankhaus. Was haben wir denn von dem jetzt bekommen? Und vor allen Dingen, wo ist der Krempel? Aufstandswahrscheinlichkeit hoch. Ihre Bevölkerung hat die Revolution... Boah, nicht schon wieder. Jetzt musst du dich wohl doch mit ihren Problemchen herumplagen, was? Ey. Bevölkerungszufriedenheit 10 bräuchten wir da. Haben wir denn hier oben keine Polizei? Doch, oder? Oh, ey, die gehen mir auf den Keks. Doch, hier ist die Polizei, oder? Ja. Ist ja schon vor Ort. Ihr spinnt wohl. Ihr Penner. Naja, gut. Okay. So, das mit dem Besucherkai könnten wir vielleicht auch noch gerade in Angriff nehmen. Wo war denn das? War das auch bei den Handwerkern? Ja. Ja, machen wir gerade hier hin, oder? Oder wollen wir es hier hin machen? Freie Küste erforderlich. Ja, geht nur hier anscheinend. Ja, dann machen wir ihn hier hin. So. Auch schon mal die Blaupause. Das ist schon mal ganz gut. Was bist denn du? Ein Flaggschiff. Was bist du? Du bist meine Fregatte. Ja, komm, dann fahr doch auch gerade hier rüber. Dann machen wir das so jetzt. Ja, ansonsten, Stahlfabrik läuft. Die Qualität ihrer Stadt hat sich verringert. Was hat sich verringert? Alter, ihr spinnt wohl. Was soll denn das? Warum seid ihr so unzufrieden? Alter, was ist denn hier für ein Mob? Die drehen ja komplett durch. Die drehen ja komplett durch. Mal die zweite Polizei ausrücken. Wo ist die denn, die zweite Polizei? Wenn man die Polizei mal braucht. Verdammt. Hier, Kollege, was ist dann? Warum habt ihr das ja nicht im Griff? Was habt ihr hier für ein Problem? Achso, volles Lager, okay. Ist durchaus nachvollziehbar. Lieber ein volles Lager wie ein leeres Lager. Wir haben wieder Fenster und wir haben wieder Dings. Dann könnten wir vielleicht... Langt das schon? Ne, 5 Stahlträger fehlen noch. Okay, gut. Ja, die Bilanz
Geht natürlich jetzt runter, wenn die hier alle nicht arbeiten, die Schweinebacken. Spielstand gespeichert. Alter, das zieht ein bisschen runter schon. Brandwahrscheinlichkeit. Ja, ist klar. Ihr habt ja wohl einen an der Rassel. Was kann man denn hier machen? Ist in Bereitschaft. An was könnten das jetzt liegen? Da, das wäre schön, wenn man wüsste, warum die jetzt hier einen Aufstand machen. Kann man das hier irgendwo lesen? Plündert die Geschäfte. Nee. Ärgerlich, ärgerlich. Arbeiter müssen wir auch nachziehen. Mal gucken. Freiheit oder Tod. Aufstand aktiv. Achso, da kann ich jetzt eh nicht. Zwischenfall in der Umgebung, ja. Hier geht's. Alter, wie die hier rumrandalieren. Ihr spinnt wohl. Mann. Ich bin so ein toller Bürgermeister. Du hast zu viele Leichen im Keller. Ich hab keine Leichen im Keller. Die habe ich alle im Garten vergraben, Mensch. Also, weißt du... Ach Gott, so, wir gucken mal ganz kurz in unsere Lagerhallen. Was da so... Holz läuft wieder ganz gut. Vielleicht noch mal ein paar Bretter. Naja, Bretter verkaufen will ich aber nicht. Alter, wir haben immer noch kein... Jetzt haben wir keine Wolle mehr. Aber dafür genug Klamotten. Endprodukt ist, glaube ich, immer besser, wenn man das hat und die Zwischenstufe nicht so. Das kommt auch ganz gut. Gut, hier mangelt es irgendwie an beidem. Das ist nicht so gut. Brot haben wir jetzt auch genug eigentlich. Müssten die Wurst noch ein bisschen nachziehen. Beim Bier hapert es auch wie beim Schnaps. Ich verstehe es manchmal nicht. Ja, Essen ist auch nicht wirklich super. Ach Mann, ey. Ich weiß nicht mehr, wohin mit dem ganzen Krempel. Wir müssen hier noch irgendwie ein paar Schweinefarmen unterkriegen, glaube ich. Hilft ja alles nichts. Alter. Warte mal, ich ziehe erstmal einen Weg dahinter. So, machen wir mal. Ich sehe nichts. Können wir hier zwei Schweinefarmen hinmachen? Auf die andere Seite vielleicht. Eins. Ja, wieso sind die nur so klein? Zwei, drei, vier. Viel dichter zusammenrutschen. Einige Felder könnten helfen. Ja, ja, halt die Klappe. Eins, zwei, drei, vier. Wieso ist das jetzt so ein langes?
Spielstand gespeichert. Und? Stimmt das jetzt? Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Stimmt das? Ne, vier. Also das fünfte jetzt. Wollte ich doch hier hinbauen. Oh, Leute! Hä? Wie jetzt? Kann ich das nicht abreißen? So, jetzt aber. So, nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt macht er so ein breites. Kann ich das auch schmal machen? Ja. Fünf. So, und dann kommen wir nämlich hier noch. So. Zwei Metzgereien dazu. Jetzt sollte das ja zumindest auch wieder ein bisschen besser laufen. Schauen wir mal. So, Stahlträger haben wir jetzt. Können wir die zweite Hospital bauen. Zapp. Sehr schön. Ist mein Aufstand jetzt niedergerungen, ja? Boah, ey. Leute. Ne, da ist immer noch. Mir geht hier einiges gegen den Strich. Ruhig bleiben, ja? Alter, hier geht's auch rund. Ihr seid doch alle bescheuert. Vier, super. Neun, zehn. Um ehrlich zu sein, ist das Leben hier sehr hart. Wo hängt's? Achso, Zwischenfall in der Umgebung. Naja, gut. Polizei setzt recht durch, jawohl! So, die Nähmaschinenfabrik läuft richtig gut. Das ist prima. Dann könnten wir rein theoretisch, jetzt wird es nämlich auch langsam eng mit den Bauern, hier auch mal wieder, setzen wir ihn jetzt hier am besten an. Am besten so. Schon wieder ein Frosch im Hals. Kriegen wir hier was hingebaut? Nummer 3. Ich glaube bis hier, gell? Dann hier hoch. Probieren wir gerade was. Ja, shit.
Spielstand gespeichert. Der neue Knecht kann sogar Strohballen aufräumen. Können wir da noch eins daneben, wenn wir dann den Weg komplett rumziehen? Ja, ne? Ja. Läuft. Für die brauchen wir natürlich jetzt auch wieder Marktplatz und alles. Wir haben wahrscheinlich gar nichts hier oben. Hält sich in Grenzen. Shit. Warte mal, den Marktplatz. Was hat denn der für ein Einzugsgebiet? Wie kriegen wir den hier hingebaut? Guck mal, wenn ich den so baue, können wir noch eine Reihe Häuser drüber setzen, glaube ich. Frosch im Hals. Kleinen Moment mal gerade. So. Wo fehlt's noch? Ne, jetzt alles gut jetzt, gell? Ja. Haben wir hier noch irgendwas anderes hingebaut? Eine Feuerwehr würde hinpassen. Hast auch eine Polizei hin? Nee, aber die könnten wir hier irgendwo hinsetzen. So. Was haben wir noch? Ein Wirtshaus. Wirtshaus haben wir hier oben auch gar nicht, gell? Sind die eigentlich hier zufrieden mit ihrem Krempel? Ja, ne? Ja. Das ist doch gar nicht schlecht. Jetzt haben wir zumindest mal wieder ein bisschen hier Luft. Lassen wir auch mal so gerade. Ein letzter Blick. Ja, bitte. Ich bitte drum. Zufriedenheit. Sie haben uns etwas voraus. Vulkan der Gewalt. Verheeren der Revolution in Ditchwater. Die allgemeine Unzufriedenheit hat sich zu einem Schwall der öffentlichen Wut ausgeweitet. Das Thema des Jahrhunderts bleibt aktuell, nachdem auf den Straßen Aufstände toben. Immer noch kein Wirtshaus. Dass es kein Wirtshaus gibt, stellt die Stadt ein Armutszeugnis aus. Gemeinde das zusammenbringen, dann Bier und passende Kamin und Musiktrio. Warte mal, das ändern wir gerade mal ab. Wir lassen sie mal. Dichterische Freiheit. Natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Wir machen das mal so. Wirtshaus. Ja, siehst du, waren wir gerade beim Thema. Die Straßen sind wieder sicher. Hier unten haben wir ein Wirtshaus. Das ist gut, die Auslassung ist gerade für den Arsch. Das heißt, wir brauchen hier noch eins irgendwo. Wenn wir jetzt hier eins hinsetzen würden, wäre die Auslastung eigentlich gar nicht schlecht. Es geht bis fast ganz hoch. Jetzt mal hier noch eins hin und hier oben, wenn wir eins irgendwo hinkriegen würden, wäre toll. Und ich wieder so scheiß Maße hier. Da könnten wir aber hier. Die
Spielstand gespeichert. Hier müssten wir auch wieder 4 Häuser abreißen. Nee, ja doch. Die Waffenruhe wurde beendet. Gibt es eigentlich noch andere? Ja. So, dann haben sie wenigstens auch ihr Wirtshaus. Das würde ich gar nicht verkehrt. So, wann können wir das auch schon bauen? Ja. Ne, 40 Fenster brauchen wir, 20 haben wir, gut. Alles klar. Das sieht doch jetzt schon wieder um einiges besser aus. So, wieder mal den Blick. 200 Bretter. Ordentlich. Jetzt läuft es auch hier wieder mit der Wurst. Brot läuft auch gut. Seife läuft gut. Bier läuft gar nicht. Ich verstehe es nicht. Verdammt nicht. Hier tut sich auch irgendwie gar nichts. Oh, wir haben 2 Schnaps. Ganz 2 Schnaps. Ist ja Mods. Ey, super. Warte mal, Fisch, wo ich das gerade sehe. Fisch läuft gut. Alles klar. Was ist denn heute schon wieder los? Jetzt kann ich endlich wieder mit euch reden. Oder bin ich nur am Husten die ganze Zeit? So, was brauche ich eigentlich hierfür? 8 Fenster. Komm, bauen wir den. Dann haben wir die Quest abgeschlossen. Gucken wir uns auch direkt mal an, das Ding. Du gibst mir das Vertrauen zurück. Da war die Bootsfahrt ja schon das Aufregendste von allem. Ja, sieht doch ganz gut aus. Welcome, welcome, welcome. Können wir jetzt hier irgendwas machen? Endlich am Ziel. Dann sehen wir mal, ob es die Reise wert war. Besucher. Besucher generieren ein stetiges Einkommen, steigern sie ihre Attraktivität, um mehr Besucher anzuziehen. Besucher, 0. Einkommen, 0. Spezialisten, die in ihre Stadt ziehen, zählen zu besonderen Gästen, erhöhen sie die Besucherzahl, um die Wahrscheinlichkeit der Ankunft von Spezialisten zu erhöhen. Wahrscheinlichkeit von Gästen, 0. Besondere Gäste besuchen nur die attraktivste Insel. Für Einzelheiten anklicken. Naja, also hör mal. Okay, Unorte, Umweltverschmutzung, Instabilität. Aber Kultur und Natur haben wir schön. Doch gut. Also wir sind nicht so unattraktiv jetzt, würde ich mal behaupten.